So, es ist soweit, meine Damen und Herren. Die ganzheitliche Familienanwältin Sylvia Schroder-Roß-Hennef hat im Video Nachlese 2014 eine FAQ, Frequently Asked Questions, Reihe angekündigt. Und deswegen startet heute die Erklärlöwin Sylvia. Den Erklärbär kennen Sie ja vielleicht. Und jetzt kommt die Erklärlöwin. Die erzählt Ihnen was zur, also die heutige Frage, die am meisten an mich herangetragene Frage war: Wie geht eigentlich Scheidung? Stellen Sie dem Juristen eine Frage und dann wird er erstmal sagen, das kommt drauf an. Das ist auch richtig so, weil es gibt ganz viele verschiedene Entwicklungen, die eine Rolle spielen. Und ich darf Ihnen nur zu Ihrer Beruhigung sagen, beim Ablauf des Scheidungsverfahrens kommt es ganz entscheidend auf Sie an. Sie können da ganz viel Einfluss nehmen mit Ihrer Einstellung und mit Ihrem Handeln. Also dies zu Ihrer Beruhigung erstmal. In der zurückliegenden Zeit, wenn Sie in so einer Trennungssituation sind und belastet sind, werden Sie wahrscheinlich von Freunden und Fernsehen, es gibt ganz viele verschiedene Quellen, wo man sich informieren kann, werden Sie wahrscheinlich gemacht haben. Das wird nicht unbedingt dazu geführt haben, dass Sie jetzt besser wissen, wo es lang gehen soll, sondern vielleicht sind Sie eher noch verwirrter. Jetzt kommt auch noch mein Video, aber ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen. Und zwar nehmen Sie alle Informationen, die Sie schon haben, kippen Sie in ein großes Sieb. Dieses Sieb schütteln Sie ganz kräftig. Und was da dann rauskommt, das ist hoffentlich das, was im folgenden, im Rest des Videos kommt. Also es gibt auch hier wieder zwei Sorten von Scheidung, und zwar die sogenannte einverständliche Scheidung und die streitige Scheidung. Bei der streitigen Scheidung mache ich jetzt ein kurzes Kapitel und dann haken wir das ab. Ist eigentlich sehr selten, bei mir sowieso, mache ich gar nicht. Aber das erkläre ich Ihnen, wenn gegebenenfalls unmittelbar. Streitige Scheidung heißt, der eine will überhaupt nicht geschieden werden und man ist sich eigentlich über fast gar nichts einig. Man streitet sich und streitet sich und streitet sich. Das ist eine streitige Scheidung. Auch die wird in jedem Fall geschieden, machen Sie sich da keine Sorgen. Wenn man 3 Jahre getrennt lebt, ist auch das Kapitel zu Ende. Aber ist schon schwierig, kann schwierig werden. Wir wenden uns dem Normalfall zu, das ist die sogenannte einverständliche Scheidung. Fast jede Scheidung wird irgendwann eine einverständliche Scheidung, wenn man nämlich den Rest geklärt hat. Die einverständliche Scheidung kann dann ausgesprochen werden, wenn beide Eheleute 1 Jahr getrennt leben, beziehungsweise das bestätigen und eine Einigung über die sogenannten Folgesachen getroffen haben. Dazu kann ich zu Ihrer Beruhigung auch noch sagen, auch Richter sind Menschen. Das heißt, die hängen und kleben nicht so an den Paragraphen. Da steht im Gesetz drin, beide Eheleute müssen bestätigen, dass sie 1 Jahr getrennt leben. Mehr auch nicht. Sie müssen das nicht beschwören. Sie müssen sich darüber einig sein. Manche essen noch gelegentlich ein Tellerchen zusammen. Das kann man also nicht unbedingt als Zusammenleben bezeichnen, sondern das ist schon das, was so im allgemeinen Verständnis ist. Tisch und Bett. Also das sollte im Groben getrennt sein. Wenn das beide bestätigen, dann ist eine Scheidungsvoraussetzung da. Ansonsten muss man sich über die Folgesachen einig sein. Bei den Folgesachen gibt es wiederum 2 Sorten, und zwar die, die sein müssen und die, die sein können. Was sein muss, wenn man geschieden werden möchte, muss eine Regelung über den Versorgungsausgleich durch das Gericht getroffen werden. Entweder läuft das so, dass das Gericht darüber entscheidet, oder sie treffen auch darüber einen Vergleich und einigen sich in irgendeiner Form. Jedenfalls sei zu Ihrer Information gesagt, Versorgungsausgleich ist der Ausgleich, der während der Ehezeit von beiden Eheleuten erworbenen Rentenanwartschaften, das sogenannte Kleben im Volksmund. Dann muss eine Regelung getroffen werden zum Sorgerecht über gemeinsame Kinder, wobei diese nicht mehr durch ein Urteil oder Ähnliches verkündet wird, wenn man dazu gar nichts vorträgt, sondern die gesetzliche Regel ist jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, finde ich auch super so, beide Eheleute behalten das gemeinsame Sorgerecht über gemeinsame Kinder, wenn kein anderer Antrag gestellt wird. Ansonsten muss sich das Gericht damit auseinandersetzen. Das waren die 2 Kapitel, was geregelt werden muss. Und jetzt kommt der Bereich, was geregelt werden kann. Sie können auch noch eine Regelung treffen über gemeinsames Eigentum, Grundeigentum wie Haus etc. Sie können sich auseinandersetzen oder einigen
über den sogenannten Zugewinnausgleich. Wer kriegt welchen Orientteppich, Diamanten, was es da sonst noch so alles gibt. Briefmarken, Münzen, Lebensversicherungen unter Umständen, die können aber auch in den Versorgungsausgleich fallen. Dann kann man sich noch streiten über den Hausrat. Das würde ich nicht empfehlen. Messer, Gabel, Löffel teilt kein Richter gerne auf und Anwälte übrigens auch nicht. Das sollten sie vielleicht doch privat machen. Wie ich im Übrigen finde, Familiensachen bitte nicht die Regelung auf Anwälte und Richter delegieren, denn das ist ihre Familiensache. Sie sind die Familie und versuchen Sie, so viel wie möglich in Eigenverantwortung zu gehen. Die Juristen können helfen, aber Sie können es nicht delegieren im Endeffekt. Es geht nicht. Hausrat hatten wir. Dann gibt es noch das Thema Unterhalt. Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt kann es aus verschiedenen Gründen geben. Einen Anspruch entweder, weil man Kinder versorgt oder wegen Alters oder wegen Krankheit, führt aber jetzt hier zu weit. Also im Groben haben wir die Sachen, die so auftauchen können. Es können noch mehr Sachen sein, aber darüber kann man sich streiten. Daran sollte man denken, dass man dazu eine Regelung trifft. Das war es dann mal im Groben zu den Folgesachen, die dranhängen an einer einverständlichen Scheidung. Dazu sollte man also einen Lösungsvorschlag dem Gericht unterbreiten, damit das Gericht sagt, okay, die leben ein Jahr getrennt, die haben zwar Kinder, aber keinen Vorschlag gemacht, also behalten sie gemeinsam das Sorgerecht und wir können einen Vergleich abschließen über das, was die da vorschlagen oder das, was sie vorgetragen haben, führt dazu, dass eben gar nichts geregelt werden muss. Sie sind jetzt mit den wesentlichen Informationen ausgestattet. Versuchen Sie, Emotionen ein wenig zurückzuhalten. Treffen Sie die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt los, wenn es denn so ist, dass der Bedarf da ist. Es ist besser, dass Sie selber in Aktion treten, als sich in eine Position begeben, dass Sie nur noch zu reagieren. Das gibt immer nicht so ein gutes Gefühl. Und vielleicht hatten Sie ja meine Nachlese 2013 gesehen. Da geht es um genau dieses Thema. Also treffen Sie eine Entscheidung, suchen Sie sich eine Kollegin, einen Kollegen, der Sie bei dem Ganzen an die Hand nimmt. Dazu kann ich sagen, ein Erstberatungsgespräch können Sie gerne bei mir, egal wo Sie in Deutschland wohnen, auch über Skype haben. Aber sicherlich gibt es auch bei Ihnen vor Ort eine Kollegin oder einen Kollegen, dem Sie vertrauen können und mit dem Sie die ganze Sache durchziehen können. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Glück und bleiben Sie zufrieden oder werden Sie es.